Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Lotti von Kreativ Leicht gemacht. Heute mal wieder ein aufgebraucht, ausprobiert und getestet Video. Wie immer zum Anfang die kurze Information, es ist unsere Meinung. Wir testen nur sehr gerne und teilen euch da unsere Erfahrungen sehr gerne mit. Wir bekommen kein Geld dafür und auch die Ware nicht geschenkt oder gesponsert oder und. So ihr Lieben, ich habe ja dieses Embossing-Set mir gekauft. Ich habe zwar schon einen Föhn, aber ich denke mir, wenn wir so Workshops und verschiedene Unternehmungen machen, gerade auch wenn die Mimi mitbastelt, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man zwei hat. Und darum habe ich mir das Ganze für 12,99 € einmal geleistet. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich habe jetzt wirklich tapfer durchgehalten. Muss auch ehrlich sagen, ganz viel Zeit war dafür noch nicht. Und das Ganze packen wir jetzt einfach mal zusammen aus und schauen mal, was da drin ist. So, wieder mal das mit dem Öffnen. So. Hier drin soll sein. Oh, ein kleiner. Der ist aber klein. Hier drin ist eine Beschreibung noch und hier drin soll sein ein Heißluftföhn, ein Embossingstift. Muss ich mal gucken, ja. Und Pulver in Gold, in Silber und in Glitzer. Okay, doch eine relativ große Menge, 10 Milliliter. Mhm. So, 10, ja, 10 Milliliter und eine Beschreibung. Mehr nicht. Keine Vorlagen, kein nichts. So, dann fangen wir mal ganz einfach an. Wir stecken uns mal den Föhn rein. Ah, das liebe ich ja immer. Das ist immer so richtig was für mich hier. Also, die Wipsel. Alles einmal in die Steckdose. Oh, der geht doch schon los. Zack. Nein, so soll es nicht sein. Und nehmen uns ein Stück Papier. Ich habe das Ganze zweimal vorbereitet, weil ich denke mal, ich probiere das Ganze nachher mit dem Föhn und mit Embossing-Stempel und Stempel. Stempel-Pad, meine ich. Und ich denke mal, wir beginnen einfach. Ach so, und ich wollte, was ich dann auch noch vermisse da drin, ist eigentlich dieses Pulver, was man, oder dieses Puder, was man vorher drauf macht. Aber das probieren wir gerne auf dieser Seite. So, was wir noch dazu benötigen, wenn man embossen möchte, ist es immer ganz gut, wenn man sich noch ein zusätzliches Blatt Papier dazu holt, weil dieses Pulver wird ja auf die ganze Sache aufgetragen, also raufgeschüttelt. Und dann macht es sich immer besser, wenn man hinterher das dann wieder einfüllen kann in die kleinen Becherchen. Oder man hat diese großen Tupperdosen, aber so weit bin ich noch nicht. Ganz so viel mit Embossingpulver habe ich noch nicht gemacht. So, ich habe mich jetzt entschieden für das Glitzer. Das ist natürlich auch nochmal verklebt. Oh nein, bitte nicht. Nein. Okay, so, als allererstes malen wir uns da etwas rauf. Ich möchte jetzt ein Herz haben, wie immer, klar. Oh, der ist aber schon trocken, der Stift. Der ist schon sehr trocken. Hm. Okay. So sollte das jetzt nur nicht sein. Und auf dieser Seite auch. Da ist nicht mehr allzu viel. Oder es reicht. Na, mal schauen. Nicht mehr allzu viel Kraft drin in diesem Stift. Das Ganze noch ein kleines bisschen. Ich habe auch nur so einen hier irgendwo rumzufliegen. Der hat auch schon. Da ist er. Ich habe hier noch einen von Versamark. Den können wir auch mal ausprobieren. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, der ist natürlich noch viel drin. So, wir probieren es einfach. Mehr als probieren kann man das Ganze nicht. Jetzt macht man sich das Pulver da oben rauf. Genau, das Ganze machen wir auf den auch. Nicht, dass es nachher heißt, ich habe zu lange gewartet. Sehr schön.
Oh, nö, das scheint doch zu reichen. So. Jetzt nimmt man sich das Ganze wieder zusammen. Oh, es glitzert aber toll. Und schüttelt sich das da wieder rein. Also glitzern tut's gut. Jetzt mache ich mir die Sache mal zu. Und wir können auch schon den Heißluftföhn anmachen. Außer dass jetzt alles glitzert und flimmert, finde ich das Ergebnis auf dem Schwarzen natürlich richtig toll geworden. Hier ist ja, das meinte ich, wenn man das vorher nicht mit diesem Pulver ein bisschen, aber das zeige ich euch gleich nochmal, weil dieses Pulver ist nicht im Set enthalten. Aber das Embossing Puder oder Embossing Pulver doch gefällt mir. Hier war der Stift etwas trockener schon, aber sieht richtig gut aus. Was ich finde, der wird schnell groß heiß, aber das probieren wir gleich nochmal mit dem anderen aus. Also bis dato, außer dass hier jetzt echt alles glitzert, aber das ist, ist glaube ich auch meine Ungeschicktheit und nicht dem Produkt geschuldet. Jetzt machen wir das Ganze nochmal andersrum. Also im Ernstfall macht man ja erst ein bisschen Pulver rauf. Das verhindert, dass diese kleinen Partikelchen, dieses kleine Pulver sich auf dem Rest des Blattes festsetzt. Jetzt nehmen wir unser Stempelkissen und irgendein Motiv. Ich habe jetzt einfach nur einen Heißluftballon rausgesucht. Und hier. So. Machen das Ganze wieder schnell zu. Und um jetzt fair zu bleiben, nehmen wir wieder die gleiche Farbe. Und die Seite auch. Aha, sieht schon gut. Noch mehr Glitzer. Ich liebe Glitzer. Vor allen Dingen auf meiner Arbeitsfläche liebe ich das total. Okay, Riss auch noch hier auf. Okay, jetzt geht's los. Jetzt nehmen wir den. Ach, nehmen wir den gleichen Film nochmal? Nee, jetzt nehmen wir den großen. Der ist wirklich deutlich größer. Ich finde das Ergebnis wirklich toll geworden. Sieht richtig gut aus. Ich finde, dass das Set
für 12,99 € vollkommen in Ordnung ist. Der Föhn ist super, der hat ein tolles Ergebnis gemacht. Das Einzige, was mir hier ein bisschen drin fehlt, ist das Pulver, das jetzt wirklich verhindert, dass sie am Rand überall, was man hier zum Beispiel am besten sieht, man kriegt das auch noch ab, ja, aber viele Stellen nicht mehr so richtig. Ja, deswegen macht man das eigentlich vorher mit diesem Buddy da ein kleines bisschen drüber. Das Pulver finde ich gut. Finde ich wirklich toll. Richtig schönes Ergebnis. Das hier geht, das Pulverfarbe geht dann auch wieder weg. Also wirklich ein schönes Ergebnis. Der Föhn super, das Pulver super. Naja, der Stift, klar. Denke mal, ja, hier ist noch eine kleine Spitze. Muss ich vielleicht nochmal. Aber da ist nicht allzu viel Kraft drin, weil man hat ja gesehen, hier den von Versamarkt, der hat ein bisschen mehr Flüssigkeit noch drin und der liegt jetzt bei mir schon bald über ein Jahr. Also von daher, Stift nicht ganz so, Pulver super, Föhn super und wenn es machbar gewesen wäre, vielleicht noch so ein bisschen Pulver mit rein. Ich denke, zum Beginn der interessanten Reise mit dem Entbossen finde ich dieses Set wirklich toll, weil so ein einzelner Föhn kostet mittlerweile ja auch 27 bis oben, also bis oben hin. Und das Pulver extra kaufen und die Stifte extra kaufen, das machen wir mal locker bei 50 €. Und zum Beginn finde ich diese 12,99 € wirklich super. Wenn ich das Ergebnis so sehe, finde ich manchmal ganz schön schade, dass ich mir nicht die Zeit nehme, einige Sachen zu embossen. Aber vielleicht bauen wir das Ganze jetzt auch mal wieder mit ein. So, ihr Lieben, ich versuche jetzt hier das Geglitzer mal ein kleines bisschen wegzukriegen und dann können wir auch schon gleich weitermachen. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen rausgekramt. Dann wollte ich ja unbedingt noch mal dieses Alphabet nachschauen. Da hatte ja schon eine liebe Abonnentin geschrieben, dass da drei Alphabete drin sind, ohne zusätzliche Konsonanten. Es stimmt, es sind wirklich drei Alphabete drin, ohne zusätzliche Konsonanten. Ja, finde ich ein bisschen schade, weil da muss man immer genau schauen. Aber ich hatte mir ja vorsichtshalber das zweimal mitgenommen. Also habe ich dann mittlerweile jetzt 6 E's und... Ah, aber gut. Vielleicht kommt da Action nochmal hinter und macht nochmal eine extra Box mit, mit Buchstaben, die man mehr braucht. So, dann habe ich etwas testen dürfen, was mir richtig viel Spaß gemacht hat und die ich wirklich total toll finde. Es waren ja diese kleinen Stempel drin in unserer, bei meinem letzten Einkauf. Und ich finde die richtig schick. Also wirklich, die sind sowas von vielseitig einsetzbar. Der hier ist der Hammer. Der auch. Und die ist voll niedlich. Und der Hund, ich habe jetzt wirklich von den ganzen, die ich hatte, nur diese drei Pakete aufgemacht. Und ein paar habe ich jetzt noch. Aber ich finde vom Stempelbild her toll. Ich habe ja immer so Probleme mit diesem ganz kleinen Stempel, mit diesem Holz, weil man dann immer so hin und her wackelt. Ist aber überhaupt kein Problem. Da braucht man einfach nur zack, einmal rauf und fertig ist die ganze Sache. Wirklich toll. Und ich glaube, 97 Cent oder so, also unter 1 €, diese Stempel, wirklich, würde ich mir immer wieder kaufen. So, dann habe ich ja das letzte Mal Geschenkpapier mitgenommen. Geschenkpapier wollte ich ja unbedingt die Albencover mit einschlagen. Habe ich auch ausprobiert oder beziehungsweise habe ich auch schon fertig gemacht. Und muss ehrlich sagen, das klappt super. Ist auch nicht zu dünn. Ich meine, da kommt ja dann meistens sowieso noch Designpapier oben drauf. Was ich feststellen musste, ist, nehmt keinen Flüssigkleber, nicht mal meinen super, super tollen Kleber hier. Selbst der wählt dieses dünne Papier. Aber ich wollte das eigentlich nur haben, um den Rand ein kleines bisschen sehen zu können. Und dann nachher das Designpapier ziemlich dicht drauf zu kleben. Und dafür, um so ein paar Unebenheiten auszugleichen, ist es wirklich perfekt. Und ich glaube, auch unter 1 € diese große Rolle, da kann ich noch ohne Ende mit einschlagen und ummanteln. Und dafür ist das Papier wirklich toll. So. Eine nächste Sache habe ich ausprobiert. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so in die Kamera reinbekomme. Ich hatte ja dieses Organza-Band gekauft und hier drauf stehen ja 15 Meter und ich bin davon ausgegangen, dass es 5, 5 und 5 sind. Jetzt habe ich mir den Spaß mal gemacht und habe das Ganze auseinandergefriemelt
und versucht hier nachzumessen. Also ich habe hier oben bei 1 angelegt und bin dann runter bis auf einen Meter. Ich habe sogar 1 Meter und 1, habe dann wieder umgeschlagen und bin wieder zurück. Jetzt hat sich das hier verheddert. Und ich bin auf sage und schreibe 1, 2, 3, 4 Meter und 25 gekommen. So, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, dass auf dem anderen dann 5 Meter und ein bisschen sind und auf dem anderen auch, weil hier von wegen, so wie wir von ausgehen, 5, 5, 5 stimmt in dem Sinne nicht. Aber ich hoffe einfach, dass auf den anderen dann noch der Rest drauf ist. Mehr wollte ich jetzt dazu nicht sagen. So, das kommt mal wieder rüber. Und dann hatte ich eine ganz, ganz tolle Sache ja gefunden. Und zwar hatte ich ja beim Action dieses hier mitgenommen. Ich wollte ja unbedingt mir dieses finnische Papier hier ersparen, weil ich solch eine Lichterkette machen wollte. Ich hatte die